Thema älter werden. Also das Schöne ist ja, in der deutschen Sprache haben wir ja dieses Paradoxon, dass wir unterscheiden zwischen alten Männern und älteren Männern, also oder Frauen, ne, alt und älter. Wobei der Alte ist ja älter als der Ältere. Ja? Also das heißt, der Ältere ist jünger, heißt aber älter und ist auch oft kein Mann, sondern ein Herr, ein Älterer. Ja? Also man entwickelt sich in seinem Leben vom jungen Mann über den älteren Herrn zum alten Mann. Oder zum alten Sack. Ja? Also Mann, Herr, Sack oder beziehungsweise Frau, Dame, Schachtel. Ja? Und da muss man muss natürlich auch, je nachdem, um wen es geht, da muss man auch differenzieren. Ja, also jetzt sagen wir, wenn man jetzt über das Alter redet von Hunden, das muss man umrechnen, Hundejahre, Menschenjahre, mal 7. Bei Katzen ist ein bisschen komplizierter, aber da haben wir durchschnittlich so ungefähr mal 9. Ja, und genauso muss man eben differenzieren zwischen Menschenjahren und Frauenjahren und Männerjahren. Ja, also bei Frauen ist immer mal 1,2, bei Männern mal 0,7. Ja, das heißt, ein 50-jähriger Mann ist heute eigentlich erst 40, ja? Eine 30-jährige Frau aber auch. Mal 1,2, kann ich dafür. Ja? Nee, weil Frauen werden ja ab 30 alt, Männer ab 40 interessant. Und ich weiß, das ist eine schreiende Ungerechtigkeit. Und das ist nicht schön. Wenn du als Frau zum 40. Geburtstag eine Packung Stützstrümpfe kriegst und eine Flasche Klosterfrau Melissengeist. Und vielleicht noch ein Prospekt für einen Treppenlift oder so. Ja? Es ist nicht schön. Es ist ungerecht. Ich finde es auch. Aber diese Angst vorm Älterwerden, das trifft heute immer auf jüngere Leute, bei immer jüngeren Leuten zieht es. Ja? Es gibt heute schon 17-jährige Mädels, die Antifaltencremes kaufen. Mit 17! Und dann fragst du sie, warum? Und dann sagen die, ja, ab einem bestimmten Alter muss man ein bisschen auf sein Äußeres achten. Man ist schließlich keine 12 mehr. Und das Schlimme ist, dass Eltern das auch noch unterstützen. Ja? Dass die teilweise ihren 25-jährigen Söhnen helfen, schon mal vorsorglich einen Platz für sich in einem Pflegeheim zu reservieren. Das wird immer alles immer früher. Ich glaube, dass in 10 Jahren, da lernen die Babys schon gar nicht mehr richtig laufen, weil sie mit 13 Monaten ihren ersten Rollator kriegen. Ja? Frauen beschweren sich auch zu Recht, dass sie ab 40 keine Rollen mehr kriegen im Theater, im Film. Höchstens nur noch als Leiche. Ab 60 nur noch Wasserleiche im Gesicht nach unten. Es ist so, leider. Deswegen stürzen sich natürlich auf Cremes und wälzen sich auf Gymnastikmatten und achten beim Klamottenkaufen darauf, dass die Sachen nicht nur gut aussehen, sondern auch möglichst gut kaschieren. Ja, was ihnen früher die Tupper-Party war, ist ihnen heute die Botox-Party. Und Männer lassen sich genauso von diesem Jugendwahn irgendwie mitreißen. Natürlich haben die es nicht ganz so nötig, weil sie eben eher interessant werden, ne, angeblich. Aber es ist genauso, die fangen genauso an, rumzuspinnen. Fangen plötzlich an, für einen Marathon zu trainieren. Ja. Googeln aber gleichzeitig, ob man den irgendwie in Raten ablaufen kann. Oder sie kompensieren, indem sie sich ein Aufsitzrasenmäher kaufen, also so ein Garten-SUV. Ja. Oder es muss plötzlich für den Zwei-Personen-Haushalt, die Kinder sind ja aus dem Haus, muss es plötzlich der 8 Meter Gasgrill sein mit 6 Haupt- und Seitenbrennern, mit Infrarot-Drehspießsystem, mit Snapchat-Zündung, mit Flavorizer und Räucherbrenner, ja, und natürlich auch die Grillschürze mit der Aufschrift, wenn es kein Fleisch mehr gibt, esse ich Vegetarier. Sie fangen an, sich die Haare zu färben. Natürlich so dezent, dass man es erst auf 100 Meter Entfernung sieht. Ja. Fangen plötzlich an, sich für die Musik ihrer Kinder zu interessieren. Machen auf jedem Foto so, ohne zu wissen, warum. Und wenn sie aus dem Fitnessstudio kommen, dann haben sie Bauchmuskelkater. Ja, aber jetzt nicht von Übungen, sondern vom Bauch einziehen, weil dann laufen ja auch Mädels rum. Ja. Und sie beginnen irgendwann sich zu kleiden, als wären sie die Fahne von irgendeinem exotischen Karibikstaat. Ja.
Wir haben es nicht einfach. Wir alle zusammen. Ja? Und den Übergang von älter zu alt, den hat man geschafft, wenn man sich, egal wie die Temperaturen sind, immer irgendwie gern ein Jäckchen anziehen möchte. Wenn auf der Ablage im Bad statt dem Parfum die Hämorrhoidencreme steht. Wenn man abends nicht mehr so oft weggeht, wenn man das Gefühl hat, man muss die Möbel noch abwohnen. Und wenn man auf die Frage, kann ich, Herr Doktor, kann ich wenigstens zu Silvester noch ein Gläschen trinken, wenn man dazu Antwort kriegt, ja, trinken schon, aber worauf wollen Sie noch anstoßen?